sagen zu den Medien. Ja, bitte. Du gesagt hast, so, es gibt so viele negative Sachen der Medien und da bin ich total deiner Meinung. Und wir haben auch das letzte Mal, glaube ich, viel Kritik gehört gegenüber den Wehrschütz. Und ja, ich habe da eigentlich einige positive Wortmeldungen vom Wehrschütz gehört. Und haben auch noch ein paar Videos rausgesucht. Und da gibt es ein Video aus dem ORF, da wird es aufgefordert, dass die Bewohner von Donetsk sich evakuieren sollen. Und der Wehrschütz sagt, dass das ein Wahnsinn ist. Man kann nicht 600.000 Leute evakuieren, die haben gar nicht die Mittel dazu und man weiß gar nicht wohin. Das ist unmöglich. Und er haltet das für, also das wäre ein Massenexodus, und er haltet das für eine Kulturschande, dieser Aufruf. Und das ist auch eine Kulturschande, hat er gesagt, dass der Westen nicht dazu Stellung bezieht. Ja. Das heißt, es gibt sehr kritische Meldungen auch von Herrn Wehrschütz, und darum muss ich den in Schutz nehmen. Ich kann mich auch erinnern, bei dem Referendum von der Krim ist er gefragt worden, ob unter dieser repressiven Haltung überhaupt das Referendum durchgeführt werden kann. Der hat gesagt, er weiß nicht, wovon sie reden, es läuft hier alles sehr geordnet ab. Ja. Das heißt, er entgegnet seinen eigenen Journalisten von ORF eigentlich immer wieder. Und es gibt noch andere Videos. Also das möchte ich auch positiv. Ja. Es gibt auch im österreichischen Journalismus sehr standhafte Leute. Und dann positiv auch im Puls TV vom 24.11. habe ich gefunden, da war eine kritische Diskussion. Da ist der Dirk Müller, dieser Finanzexperte, eingeladen worden. Es war Erik Frey. Das war Katastrophe. Aber es ist Fockenhuber. Der Fockenhuber. Und also es waren durchaus kritische Leute dort. Und dass man die Leute überhaupt so einladen, ist immer schon sehr positiv vom Puls TV. So ist es. Ja. Und dass das in Österreich auch stattfinden kann, finde ich toll. Also man muss das auch erwähnen. Ja, ja, absolut, vollkommen richtig. Ja. Ja, mehr wollte ich nicht sagen, aber das gibt's auch. Na, doch das Wiener Bezirksblatt über die Mahnwachen einfach nur kritisch, also normal geschrieben, ohne irgendwelche Anschuldigungen, oder so wie es auf Wikipedia steht, könnte möglicherweise da und dort sein, von der politischen Richtung oder so Blödsinn. Ja. Also die haben einfach nur geschrieben, wie sie ist, und dann auch super. Und es gibt also eine Gegenüberstellung von einer Reportage, die Filme sind genau das gleiche, und der Wehrschütz präsentiert das und sagt, da sind von ukrainischen Stellungen Wohngebäude zerstört worden und eine Heizanlage und so. Und dann wird das gegenübergestellt zum Schweizer Fernsehen, den SRF, und da wird berichtet, dass nicht wer das zerstört hat und dass die Heizanlage zerstört ist. Und dann gibt es diese Küchen, wo der Wehrschutz sagt, das wird von den Separatisten geführt und die Luftschutzkeller werden da versorgt und so weiter. Und die Schweizer Fernsehen sagt, von der russischen Hilfe haben die noch nie was gesehen und so weiter. Also es gibt enorm viel Propaganda, die scheinbar doch weit besser in ORF läuft. Nee, auf jeden Fall. Du, das liegt aber auch viel am Wehrschutz selbst, ja, weil der halt, bei der sich quasi nicht dieser herrschenden Meinung eingeordnet hat. Aber wir haben vorige Woche genau das Gegenteil gehört. Okay. Und ich möchte sagen, der tschechische Kollege hat uns ja schon sehr viel wertvolle Informationen gebracht. Aber er hat eine sehr kritische Haltung zum Wehrschutz aufgrund der Bosnienkriege oder so. Okay. Oder heute ihn für antirussisch oder so. Und, aber er hat das durchaus auch dann, wie er gesagt hat, ich kenne andere Wortmeldungen zum Wehrschutz. Das würde ich mir anschauen. Ja. Frage, ob der das so noch halten kann. Ich weiß es nicht. Er hat jetzt ein Buch herausgegeben, das habe ich durchgeschaut, macht ein Interview von beiden Seiten. Also da kommt auch vor, der Überschrift, Putin ist ein, ich weiß nicht, irgendwie sehr abfällig. Aber das ist halt, da lässt halt die Leute halt zu Wort kommen, auf der anderen Seite auch. Ich habe mir das Buch noch nicht genau angeschaut, aber das ist sicher interessant zu hören.